Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir können in jedem Moment die Liebe zulassen. Wir haben jeden Moment die Chance. Und wenn ich das Wort Moment sage, dann kommt schon wieder der nächste Moment. Und dann schon wieder der nächste Moment und immer so weiter. Also wir haben in jedem Moment die Chance, die Liebe zu leben. Das klingt jetzt hochtrabend, aber es ist so. Und die Liebe bedeutet Ruhe, Geborgenheit, Sicherheit und ist das Gegenteil von Angst. Und in der Angst entsteht Verspannung und Verkrampfung. Du verkrampfst den Nacken, die Schultern und dann geht es los mit den Symptomen, die dann immer schlimmer werden, wenn du sie ignorierst. Also das ist auch ein Beispiel. Da steckt immer eine Angst dahinter, nicht gut genug zu sein. Und Angst ist das Gegenteil von Liebe. Betrachte es mit den Augen der Liebe. Betrachte es einfach mit den Augen der Liebe. Was würde die Liebe dazu sagen? Und das ist kein Blabla und nur positives Gerede. Es hilft dir einfach. Es hilft dir und du kommst zur Ruhe und oder deine Gefühle klären. Deine Werte. Was deine Werte klären, deine Werte, was dir wichtig ist. Denn richtig tief atmen können wir doch nur in Ruhe und Entspanntheit. Richtig tief atmen. Wenn ich angekrampft bin, unter Stress stehe, kann ich nicht in Ruhe atmen. Und der Stress entsteht auch oft aus Angst. Und das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und in der Liebe ist Sicherheit, Geborgenheit und Ruhe. Ich kann einfach in die Liebe eintauchen. Das kann ich jeden Moment. Dazu habe ich jeden Moment die Chance und die Gelegenheit. Dieser Moment ist gut oder sagen wir so neutral. Und der nächste Moment, wenn ich das Wort ausspreche, ist ja schon der nächste Moment wieder da. Das Leben setzt sich aus Momenten zusammen. Der Alltag, dein Tag setzt sich aus ständigen neuen Momenten zusammen. Und sich da mal bewusst zu sein, dass ich in diesem Moment vielleicht auch Liebe bekommen kann oder Liebe spüre. Denn um mich herum, wie soll es bloß weitergehen, wie soll es bloß werden? Aber wenn ich den Moment jetzt als solches mal festhalte und sage, jetzt im Moment, also es hat nichts mit gut und schlecht zu tun jetzt in dem Sinne, also einfach mal neutral sein. Der Moment ist neutral. Heute ist es zwar schon etwas kalt hier zum Sitzen, aber ich habe auch kein Kissen oder irgendwas mitgenommen, aber es ist wunderschön, es ist wunderschön, die kühle Luft, dieses erdige, moosige im Herbst jetzt. Und jetzt habe ich die Kamera eingerichtet und jetzt ist natürlich wieder Lärm im Hintergrund. Jetzt wird gebaut irgendwo hier zum Samstag, ist das eigentlich nicht so. Wenn ich jetzt in diesem Moment, kommt gerade ein Postauto, aber das ist egal, in diesem Moment, siehst du, das ist genauso, dieser Moment. Es ist zwar das Postauto gekommen, aber das Postauto ist ja auch für uns sinnvoll in manchen Momenten. Auch wenn es jetzt stört, also es hat nicht gestört, es war ja auch nicht laut und es hat nicht gestört, es hat ein klein wenig abgelenkt. Und so gibt es aber auch andere Störungen im Leben, die du erst negativ empfindest und wenn du dann aber mal kurz umswitcht, also das Gegenteil denkst, oder überlegst, das ist also in die Gedanken kommen, zu den Gefühlen, in die Gefühle kommen, da sage ich dann noch was anderes, zu den Emotionen und zu dem Mentalen. Aber jetzt einmal die Gedanken, wie gesagt, es stört dich in dem Moment, aber im nächsten Moment denkst du, ja, die Post brauche ich ja auch. Sie bringt mir auch ab und zu Päckchen und Pakete oder Briefe. Und schon hast du das
kommt es jetzt hier lang? Nee, ach so. Dort ist der Fahrweg. Okay. Aber das ist gut. Ne? Und so müssten wir generell auch neutraler sein mit allem, was uns umgibt oder mit allem, was uns widerfährt. Aber nochmal zu diesem Blick zu kommen, wenn ich bewusst im Moment bin und bewusst in diesem Moment, ich atme hier diese tiefe Luft, ich atme tief diese Luft ein hier im Park und es ist wunderschön, die Sonne geht auf, der blaue Himmel ist da, es ist wunderschön, es ist zwar etwas kühl, ja, es ist kühl zum Sitzen auch hier auf der Bank, aber es ist wunderschön. Also in diesem Moment jetzt, betrachte es mit den Augen der Liebe, betrachte es einfach mit den Augen der Liebe. Was würde die Liebe dazu sagen? Alles hat seine Schönheiten, ne? Alles ist Liebe, alles hat seine Schönheiten. Und das ist kein Blabla und nur positives Gerede. Es hilft dir einfach, es hilft dir und du kommst zur Ruhe und bekommst wieder Atem und kannst wieder nachdenken auch oder deine Gefühle klären, deine Werte, was dir wichtig ist. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.